So war das nicht geplant. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast. So war das nicht geplant mit Melina. Hi und mit Reni. Hallo. Heute habe ich das Thema vorbereitet. Es wird vielleicht ein bisschen krasser, was super Temperament angeht. Aber Melina, ich habe da mal eine Frage. Okay. Okay. Was ist das Kritischste an einer Buchbeziehung, das du je beobachtet hast? Oh Gott. Ich muss spontan an Shades of Grey denken. Okay. Enough said. Was ist deine erste Eingebung, wenn du das Wort Wattpad hörst? Wattpad? Ja. Besser als Fanfiction? Wann würdest du als Hauptcharakter die Geschichte verlassen, wenn du selbst der Hauptcharakter wärst? Wann würdest du sagen, no, I'm out. I'm out. Oh, das sind Fragen. Uff. Wenn ich plötzlich eine Tochter hätte. Okay. Ohne Grund. Als Frau. Okay. Was ist die cringieste Geschichte, die du je gelesen hast? Oh, das will ich nicht sagen. Ich habe da mal was im Auto gelesen. Mit dir zusammen. Ach so, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Wir wollen hier, ja, wir wollen obwohl, hier jetzt niemanden. My Immortal, an das kommt, glaube ich, nichts dran. Außer meine vielleicht. Okay, und an was denkst du, wenn du das Wort Alpha hörst? An einen Werwolf. Okay, das waren meine 5 Fragen und du darfst jetzt raten, um was für ein Thema es geht. Um beschissene Fanfictions. Ja, klischeehafte. Auch. Ja, es geht um Klischees und auch schwierige Beziehungsklischees. Und zwar, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich habe mein ich Bein. Ich habe auch noch andere Geschichten, die erwähne ich nachher, die gehören auch zum Thema, aber ich will jetzt erstmal eine bestimmte Gruppe an Geschichten, die total gehypt sind und die du auch immer als, also es gibt ja so Handy-Apps, die auch Geschichten machen, wo du dann dafür zahlen musst, die immer für die gleiche Art Geschichte Werbung machen. Und zwar Werwolf-Geschichten mit Alpha, Mate. Also Mate, ich hab richtig geraten! Ja, ja. Du weißt, was Mate ist. Also Soulmate, so, ah, wenn also du so dem Twilight in die Augen siehst. Ja, wenn du in dem die Augen siehst, dann weiß dein innerer Wolf, dass das ist dein Mate. Und davon habe ich einige gelesen. Die meisten sind natürlich Wattpad-mäßig Erwachseneninhalte. Ja. Und die Sache ist die, die sind alle irgendwie gleich. Und alle irgendwie gleich, dass ich irgendwann sage, was zur Hölle? Und zwar gibt es immer diesen Alpha, der natürlich, der ist der Leader from the Pack. Der sieht auch am besten aus. Natürlich sieht der am besten aus. Aber der lässt sich auch nicht sagen, der ist super. Und die haben übrigens alle immer diesen Wolf in sich, der auch einen eigenen Namen hat, mit dem sie sich unterhalten, als wären die alle schizophren. Okay. Super weird. Und der sieht dann natürlich, entweder ist das eine total aufsässige Person oder eine total schüchterne Person, sein Mate. Und will. Und dann ist das erste Wort, was er da schon zu sagt, ich lese mal es auf Englisch, aber es ist auf Deutsch das gleiche, mein oder meins. Du gehörst wie so eine mir. Beute. Ja, genau, wie ein Gegenstand. Und dann fängt es an, dass er natürlich, weil er ist der Alpha und sie ist dann ja die Luna, man nennt es Luna. Und auf der einen Seite sagen die dann oft, nicht in jeder Fanfictions, du musst dich vor niemandem verbeugen und sowas, du bist mir gleichgestellt. Aber in dieser ganzen Fanfiction hast du nie das Gefühl, dass sie gleichgestellt sind. Und weil das ist er das, ja, bestimmt, mit wem sie redet. Sie darf ja mit keinem Mann mehr reden. Das geht ja gar nicht. Dann ist sein Wolf innerlich, rastet dann total aus und wird super aggressiv und brutal. Dann ist das zweite, was sie anzieht, natürlich darf sie sich nicht zu sexy anziehen, ne? Das darf ja nur er sehen. Und dann müssen die sich immer marken mit so einem Biss. Das dauert immer ein bisschen und dann gibt es den Mating-Process, aka Sex. Und das passiert halt auch nicht immer, die sind immer Jungfrau, die Frauen. Natürlich. Ich glaub, immer. Und das passiert natürlich auch nicht immer so, wo die dann sagen, boah, ich habe jetzt voll Bock drauf, mit dem Sex zu haben, sondern auf das eine ist gewisse das Ritual, Art und Weise, wir müssen jetzt ficken. Ja, genau. Also auf eine gewisse Art, natürlich finden die es dann hinterher mega geil und sowas. Und, aber der kann die zwischendurch geschlagen haben und am Ende sind die das beste Paar auf Erden. So.
Und das zweite ist irgendwann, wenn die natürlich nicht melden, dann kommt dieser Heating Process. I don't know, was das ist. Es ist ein bisschen weird. Dann haben die super Schmerzen und sowas und die gehen nur weg, wenn sie ficken. Leute, an alle Leute da draußen, die das lesen. Aber nur mit dem Soulmate, ne? Oder mit irgendwem anders. Ja, nein, der Soulmate, der gehört ja auch denen dann. You are mine. Also so, dann, wenn er Bock hat, muss die Frau springen. Ja, aber die hat dann hinterher auch Bock. Und sie ist dann auch hinterher, also Kämpfer ist die ganz und gar nicht, weil die muss ja beschützt werden die ganze Zeit, weil sie ist ja jetzt die Luna und die ganzen Feinde sind natürlich jetzt hinter ihr her. Und sie kann sich natürlich nicht selber wehren. Natürlich. Und sowas alles. Und was ich das Gruselige finde? Es sind wahrscheinlich alles nur Autorinnen. Und das finde ich sehr viel gruseliger. Ja, und vor allem, du musst dir halt, und es gibt auch dann es gibt immer die Pack-Bitch, die auch hinter dem Alpha her ist und nicht versteht, dass er jetzt ein Mate hat, so, die dann immer noch, und die wird dann auch richtig scheiße behandelt. Und ich habe jetzt eine, die ist richtig krass, da verprügelt der diese eine, die sich da einmischt, so richtig hardcore, der verprügelt die halt, ne? Und dann siehst du in den Kommentaren, ein, zwei Leute, die sagen, ey, das ist nicht in Ordnung, die hat es nicht verdient und das ist voll krass. Und andere sagen, ja, aber es sind ja auch irgendwie Tiere. Und ich so, was zur Hölle? Und ist es eine fiktive Geschichte? Wo ich mir denke, ja, es ist eine fiktive Geschichte. Aber wie viele Leute oder wie viele junge Mädchen, die das lesen, auch nehmen sich Jungs davon ein Beziehungsmodell raus? Auch Jungs, meinetwegen. Und ich habe nichts gegen die Art von Geschichten, Leute. Also wenn Leute das schreiben und lesen, es geht mir eher darum, wie die immer verpackt sind. Warum kann nicht jemand das schreiben und dabei eine Message verbreiten? Beziehungsweise es kann ja auch sein, dass der Alpha dominant ist und sowas. Das will ich gar nicht bestreiten, aber es ist eine Mischung. Es ist eine Sache, dominant zu sein, und die andere Sache total, das ist also abusive. Also ich weiß nicht, deutsche Wort. Mir fallen direkt zwei Sachen ein zu diesem Thema. Ich weiß nicht, kennst du das neue Mrs. Vlog-Video? Ja. Wo sie einen Stalker hat. Ja. Und da dann auch eine kleine Szene gezeigt wird, was er sagt, wo er sagt, sie sagt zwar jetzt nein, aber man weiß ja, alle Frauen, die nein sagen, meinen in Wirklichkeit ja. Ja. Und ich fand diese Szene so krass und muss gerade genau an das denken, dass genau das doch einfach weiterhin vermittelt wird, wenn man solche Geschichten liest. Und das Zweite ist, ich denke dann an meine Fanfictions. Ich habe bei mir auch, dass eine Hermine irgendwie fremd geht und dass das nicht cool ist und sonst irgendwas. Und ich habe auch nicht die besten Beispiele, aber ich habe auch, während ich das immer geschrieben habe, habe ich dir ja auch gesagt, oder wenn ich an meine Hermine und Snape-Fanfiction denke, wo Snape auch Hermine sehr unter Druck setzt, ein bisschen manipuliert und sonst irgendwas, habe ich ja immer gesagt, ich möchte eine Message haben, wo zum Beispiel bei Snape und Hermine ganz klar ist, Hermine kommt dahinter, dass sie die ganze Zeit verarscht wird. Und anstatt eine Liebesgeschichte draus zu machen, endet es einfach knallhart, wo sie sagt, nee, ich lasse mich so nicht behandeln. Und ich finde so, natürlich, voll viele wünschen sich dann ein Happy End, weil sie das Couple mögen oder sonst irgendwas. Aber wenn man halt diesen Weg geht, sollte man, finde ich, auch irgendwie erwachsen genug damit umgehen oder verantwortungsvoll, dass man halt auch sagt, ja, dann endet die Geschichte vielleicht eben nicht so, wie die meisten Leute das haben wollen, sondern eben mit einer Belehrung oder mit einem lasst euch nicht so behandeln, Mädels. Eben, und ich hab ja vorhin was erwähnt, es gibt das Ganze auch noch in Grün mit Mafia-Geschichten, das sind dann Mafia-Bosse oder CEO und Millionäre. Ja. Ist das gleiche in Grün. Und ich habe jetzt halt die Alpha-Story, es ist dieses Prinzip und es ist halt, wo du wirklich merkst, es ist kein gesundes Prinzip. Mich regt das immer auf, so ein bisschen, also wie gesagt, ich finde die Geschichte an sich interessant. Ich finde das interessant, wenn man sagt, okay, es geht darum, dass Mates sind und Alpha und das ist dominant und das können Leute mögen. Es ist aber immer eine andere Geschichte zwischen, man versucht jemand mit einem eine Beziehung zu gründen, weil das Herz sich von dem angezogen fühlt, oder man möchte diese Person total beherrschen. Und in den Kommentaren und darunter, das ist so erschreckend, das hat mich aufgeregt und deswegen wollte ich über dieses Thema reden, weil ich das wichtig finde, auch auf dem Content, den du machst, den Content, den ich teilweise mache, ist es wichtig zu sagen, dass es nicht in Ordnung ist, dass Männer Frauen auf diese Art und Weise beherrschen, unterdrücken, misshandeln teilweise und das am Ende in einem Happy End für beide endet.
Und niemand was dagegen sagt und in den Kommentaren wird das hart abgefeiert. Und ich stand davor und das ist natürlich, es gibt das auch, ich habe vieles in amerikanisch gelesen, England und so, also es sind englische Geschichten, aber es gibt das Ganze auch in Deutsch. Mich würde interessieren, für die Leute, die zuhören, ob ihr solche Geschichten lest und schreibt und ob ich vielleicht was falsch verstehe oder so, aber... Ja, das ist halt die Frage so, ob sie das in dem Moment für sich irgendwie... Hey, man muss ja trotzdem irgendwie darauf stehen und das... Also wenn ich eine Geschichte lese, dann versuche ich das auch mal ein bisschen so auf mich zu beziehen. Und wenn ich sagen würde, ich würde darauf stehen, ist das eine Sache, aber ob das dann trotzdem gesund ist und ob die Menschen so sein wollen. Das Problem ist vielleicht auch, dass Fanfictions, glaube ich, sehr viele junge Leute auch lesen, vor allem auch, wenn es so in Richtung Erotik und so geht. Und eben sich da ein Beispiel suchen. Und egal, was für eine Aufrufzahl du hast, egal, was für eine Reichweite, sonst irgendwas, finde ich, solltest du trotzdem immer irgendwie so einen Text, der sowas Hartes beinhaltet. Sei es, hört sich jetzt vielleicht doof an, aber sei es, wenn du das irgendwie schreibst, am Ende irgendwie nochmal so eine Passage, Leute, das ist jetzt meine Geschichte, so und so und so. Aber bitte seht sowas nicht als Lebensvorbild oder sowas. Ja, also wenn ich jetzt sage, okay, ich will dieses Raue, die sind wie Tiere und sowas darstellen und sowas, ich finde, da gehört ein Vorwort zu. Ja, ich finde, genau. Da gehört ein Vorwort zu, dass ihr sagt, ey, das ist keine normale Beziehung. So Mädels, da, auch wenn die jetzt vielleicht da verschönigt dargestellt wird, also das heißt Mädels, auch Kerle, ne? Es kann ja auch mal andersherum sein, auch wenn das meistens nicht der Fall ist, weil es Frauen schreiben und Frauen immer irgendwie, ne? Also, was wollte ich sagen? Ja, also so dieses Klarmachen, das ist eine Geschichte und die Realität ist so, so anders. Das stimmt. Das Zweite, was da ja noch reinspielt und was vielleicht ein bisschen jetzt amüsanter wird als weiteres Podcast-Thema, sind Klischees in Fanfictions. Mhm. Was fällt dir zu Klischees in Fanfictions ein? Puh. Hast du spontan, sag mal was. Also, boah, Klischees ist... Also halt immer so eine Mary Sue, ne? Es ist, ja, sehr, sehr oft. Das muss ich halt auch sagen. Ich finde, und ich muss sagen, Mary Sue finde ich an sich nicht schlecht, aber der Hauptcharakter... Willst du mir ganz kurz erklären, was eine Mary Sue ist, für die Leute, die es nicht kennen? Also Mary Sue kommt aus einer Fanfiction tatsächlich, aus einer Star Trek Fanfiction, wo es einmal den Captain, nicht Captain, irgendein Office, eine Frau namens Mary Sue gab, die es geschafft hat... weil alle plötzlich unfähig waren, Spock und Kirk und alle möglichen Leute zu retten und ist dann sehr heldenhaft gestorben. Und danach hat man praktisch alle, nach dieser Fanfiction, alle Heldinnen in Geschichten, die super viel können, super wenig Schwächen haben und dann irgendwie heldenhaft, meistens haben sie aber trotzdem einen Makel, wie eine Narbe irgendwo oder eine schlimme Kindheitsgeschichte. Und das sind dann Mary Sues. Hauptsächlich die alles können, ne? Also genau. Über allem stehen, der Beste in, weiß ich nicht, Mathe, der wirklich so eine Streberin, aber, aber halt ohne, dass sie was dafür kann. Boah, also. Dir ist jetzt auch gerade das Coolste eingefallen, was es gibt. Der Beste in Mathe. Nee, ich wollte gerade einfach so, ich habe an My Immortal gedacht und an Schulfächer und dann wollte ich das nicht in einen Hogwarts übertragen. Die ist gut in Schule, in My Immortal? Weiß ich nicht. Aber ich musste an Hogwarts denken. Und dann wollte ich das auf mich übertragen und auf die normalen, ne, meinen Gedankengang. Das ging alles innerhalb von Millisekunden. Lass mich in Ruhe! Ich habe ja mal tatsächlich auf einem Channel, den ich jetzt gar nicht mehr so bearbeite, ein Video gemacht, wo es darum geht, was in Hommel Fanfictions für Klischees sind. Mhm. Und das ist auch in einer Fanfiction von Harry Potter. Wir nehmen jetzt mal Harry Potter als Beispiel, weil wir beide uns da, glaube ich, ganz gut auskennen in dem Bereich. Ja. Du nicht so viel mit OCs, aber trotzdem. Es sind immer die gleichen, also man kann immer unterschiedliche lesen und ich möchte jetzt nicht jede Fanfiction in den Dreck ziehen und ich, wie gesagt, ich bin auch, Harry Potter selbst ist eine Mary Sue, aber eine gut geschriebene. Das ist der Unterschied. Und in Harry Potter, wenn da Leute reingeschrieben werden, dann sind die immer ungefähr der gleiche Typ Frau. Und zwar immer ein Typ Frau, der auf eine gewisse Art und Weise zwar devot ist gegenüber der Person, die sie mögen, aber das darin äußert, dass sie die ganze Zeit zickig kontert. Auf eine sehr nervige Art und Weise. Wo man sich irgendwann fragt, ich hasse den Hauptcharakter, wie kann ich das weiterlesen?
Ja, aber schlimmer. Und halt bei diesen Alpha-Fanfictions, dass die Alphas immer den Alpha raushängen lassen müssen. Ja, wir wissen, dass du der Pack-Leader bist. Ja, du kannst die Fresse halten. Du musst nicht jeden umbringen, der sie anguckt. Es ist halt vielleicht, glaube ich, bei diesem, wie hieß das? Mate-Ding oder so. Ja. Ist vielleicht auch eher so dieses, okay, eigentlich ist er der Player, er könnte jede haben, aber er hat sich nur auf sie fokussiert. Er hatte ja auch schon jede, weil sie ist ja, anderes ja. Klischee. Sie ist Jungfrau. Immer. Ja, er aber er nie. Will auch nach ihr niemanden mehr haben. Ja, aber ich meine das als allgemeines Klischee. Die Frau ist ja, gut, immer Jungfrau. Aber es ist halt trotzdem auch unabhängig jetzt von diesem Werwolf-Ding und sonst irgendwas, ist ja oft in Geschichten generell so, okay, das ist voll der Playboy und der will alle Mädels nur alle checken, also voll der Checker, ne, der checkt alle Mädels ab und hat alles mit dem und dann gibt es eine, die ja eher eben noch nie jemanden so hatte. Oh, ich habe letztens ein Buch gelesen, das fand ich sehr gut und das ist auch so. Oh Gott. Ich habe gerade eine Idee. Was die ist Jungfrau, der Typ nicht und hat voll viele Mädels und ich fand das Buch gut. Ist halt auch klischeehaft, ne? So dieses, dass man jemanden umpolt, den bösen, also was heißt jetzt, ne? Aber den bösen Checkerboy zu einem lieben Schoßhündchen macht. Ja, ist trotzdem irgendwie so ein Traum, oder? Von Mädels. Ja, wobei. Was halt auch irgendwie immer so eine Klischeesache, die anscheinend total attraktiv für alles ist, halt, dass das Mädel unberührt ist. Und die haben, Männer ja. Dann auch mega anmacht in den Stories, wo ich mir denke so, what? Übrigens, kurzer, ich habe jetzt mal, ich muss mal gucken, dass ich es gleich auf Deutsch irgendwie umstelle, aber ich habe einfach mal Alpha-Wattpad eingegeben und die erste Geschichte, die ich sehe, trägt den Titel Submitting to the Alpha. Das sagt alles. Ja. Das sagt einfach alles. Muss mal eben gucken, das ist auf Deutsch. Ich wollte eigentlich mal so ein, zwei gucken mit dir, damit du verstehst, was ich meine. Ich muss mal gucken, ob ich in Deutsch finde. Einfach mal eine Kurzbeschreibung und Namen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber was du halt gerade gesagt hast mit dem, dass es immer der Playboy ist und das ist halt das. Ich glaube halt, da hast du recht. Es ist halt das, was viele attraktiv finden und sich auch drin wünschen, dass irgendein Bad Boy kommt, der dann aber nur auf sie persönlich steht. Wie ist das denn bei Männern? Stehen die auch vielleicht eigentlich auf so, auf genau das Gleiche? Wollen Boah. Die nicht auch irgendwie so ein Mädchen für sich gewinnen, was die ganze Zeit irgendwie Chancen bei anderen, also es geht ja einfach um die Chance, ne? Als Frau ist so, okay, wow, es gibt voll viele, der kann sich alle aussuchen, aber er entscheidet sich für mich. Für mich! So, das ist eine Bestätigung für die Frau. Ist das bei einem Typen vielleicht auch so? So dieses, ich habe immer das Gefühl, Typen sagen, ja, wenn du mich halt nicht willst, dann ist halt so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass für den Typen ist das doch bestimmt auch eine Bestätigung, wenn der sieht, wow, die Frau, die kann sich jeden nehmen, aber er hat mich. Sie hat mich. So, und ich habe ja überlegt letztens, ob ich, weil ich immer so eine Draco Malfoy mit Hermine Granger Geschichte gemacht habe, wo Draco ja auch eher so der ist, ich habe alle und hey, Hermine ist Jungfrau, dass ich es mal andersherum mache. Ich glaube, das könnte auch ganz cool sein, dass Draco immer eine große Klappe hat eigentlich, weil er auch so der Playboy ist, aber eigentlich noch nie jemanden wirklich hatte und dann auf eine erfahrene Frau trifft. Und das genau andersherum ist und er plötzlich total eingeschüchtert ist. Glaube ich, könnte sehr interessant sein. Ist halt nur die Frage, ob Männer zum Beispiel auf sowas überhaupt stehen würden. Ja, und die Frage ist, wie gut kommt das, stehen Frauen auf sowas, ist auch die Frage, ne? Ja. Weil stehen da Männer, ja auch jetzt mal ganz ehrlich, stehen Männer wirklich darauf, wenn jemand Jungfrau ist? Ist das immer noch so, dass man sagt, ey, das ist eine Sache, ja, die macht dich attraktiv. Also ich denke mir ganz ehrlich. Oder ist das nur so ein Wunschdenken von eben jüngeren Mädchen, die sich denken, das macht mich attraktiv, weil ich hatte ja noch niemanden. Ich bin ja noch sauber im eigentlichen Sinne. Ich opfer mich für ihn oder sowas, ne? Auch. Genau. Ja. Also ich weiß aus meiner privaten Erfahrung, dass ich zum Beispiel mit Typen, die noch nie irgendwie sowas hatten, dass ich total schlecht damit klarkomme. Also mich tönt das nicht an, im Gegenteil. Hört sich total doof an eigentlich, ne? Dass das so eine Rolle spielt. Aber wenn man dann noch so unsicher und sowas ist. Ja, es ist ja schwierig, wenn man muss sich erstens sehr vertrauen und es hilft schon dabei, wenn man eine gewisse Erfahrung hat oder eine gewisse, zumindest ein gewisses Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist sexy.
Und gerade in so einer Situation hilft das schon weiter, als wenn man nicht weiß, wo packt man jetzt mal seine Hände hin oder sowas. Ich habe jetzt übrigens drei, die mir vom Titel her, also ich weiß nicht ungefähr, was da drin steht, aber die mir vom Titel her auf dem Deutschen sehr, sehr gefallen. Mhm. Willst du hören? Mhm. Mein Stiefbruder ist mein Mate. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Sophie Anderson ist 17 Jahre alt und bis vor kurzem war ihr weltperfekt. Und doch dann nicht besser als Paul. Starb ihr Vater und ihre Welt zerbrach. Und deswegen musste sie ihr Stiefbruder Bruder ein bisschen aushelfen. Die Liebe weiterhin zu empfangen. Von einer männlichen Seite. Das geht halt noch weiter, aber ist mir zu lang für eine Kurzbeschreibung. Dann auch gerne gemacht, Mates, die misshandelt wurden von ihrem alten Pack. Das ist dann His Broken Mate. Sie ist wunderschön, weiß es aber nicht. Er ist der Traum eines aber jeden Mädchens. Aber sie ist dann trotzdem noch Jungfrau? Nicht immer tatsächlich. Immerhin. Obwohl, immerhin nein, weil dann brutal irgendwie. Sie ist schüchtern, er der größte Bad Boy. Sie ist ein schneeweißer Wolf mit blauen Augen. Er ein tiefschwarzer Wolf mit blutroten Augen. Sie ist gebrochen, gehasst, missverstanden. Er wird bewundert, geliebt und verehrt. Und so weiter und so fort. Sie wird gehasst? Ja, sie ist ja broken. Sie ist ja von ihrem Pack wahrscheinlich ausgestoßen und sowas. Ach, die hat auch ein Ding. Ja. Die ist auch ein Wolf. Ja, oft sind es Geschichten, das heißt, die Frauen merken auch dieses Mate-Ding. Weil es auch Werwölfe sind. Es gibt auch Geschichten, wo es Menschen sind, tatsächlich. Ist aber seltener. Oft sind es auch Werwölfe. Schwächere Werwölfe, weil die Frauen sind schwächer und müssen natürlich beschützt werden, weil die können nicht so gut kämpfen. Mhm. Hier, die dritte wäre dann My Mate, You Are Mine. es ist kein... Vor allem immer englische Titel, ne? Lara ist kein normales Mädchen. Sie ist ein Werwolf und das hasst sie. Seitdem sie sich zum ersten Mal verwandelt hat, kämpft sie gegen ihre Natur. War es zu viel verlangt, normal zu sein? Zusammen mit ihrer Freundin Emma, meistens haben sie eine Freundin, haben sie einen Laden gegründet und leben ein menschliches Leben. Ein Laden? Und dann findet sie, ja, irgendwo. Denn die Mates der beiden sind keine normalen Werwölfe. Sie sind und werden die beiden nicht kampflos weitergeben. Sie sind Vampire? Also einer davon ist anscheinend ein Alpha und der andere ein Beta oder sowas. Also Beta ist praktisch gibt's die auch zwei Deltas? Rechte Hand. Es gibt Gammas, es gibt Epsilons, es gibt Omegas. Omegas sind aus, also sind die ganz untersten. Nee. Ja, Omegas sind die ganz untersten vom Pack. Die werden nie eine Jungfrau abbekommen. Ja, nee. Und Rogues sind Pack, also die haben kein Pack. So. Können sich nur die Alphas maten? Nee, alle Werwölfe. Okay. Es sind aber meistens nur die Alphas, die für diese Geschichten in Frage kommen, weil alles andere wäre ja langweilig. Weil normale Werwölfe haben ja gar keine Macht über andere. Dann bin ich ja nur ein ganz normaler Mate von einem ganz normalen Werwolf. Wie spannend wäre das denn, bitteschön? Ich dachte immer, das wäre so ein Twilight-Ding, dass Werwölfe sich so prägen können. Nein, da stehen alle drauf. Das kann ich, ja, weil Werwölfe sind ja Rudeltiere. So, also Wölfe sind Rudeltiere und ich weiß nicht, sind Wölfe treue Tiere? Ich glaube tatsächlich ja, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Ich möchte übrigens, falls die Leute, warum auch immer, vielleicht kennen die diese Kanäle und hören diesen Podcast, ich wollte eure Geschichten nicht beleidigen. Die sind vielleicht super gut, es ging jetzt nur um ein Exempel. So. Ja. So, nicht, dass ihr das falsch versteht. Ich habe die noch nicht gelesen. Ich habe jetzt einfach nur was mir so ins Auge gestochen ist. Und für mich sehr nach Klischee. Ich finde aber, wir sollten mal sowas machen, irgendeine Reihenfolge, was heißt nicht Reihenfolge, so eine Podcast-Folge, wo wir einfach nur einen Titel, entweder von einem Buch oder von einer Fanfiction, die wir einfach random gefunden haben, vorlesen und der andere muss einfach sagen, was drin vorkommt. Einfach. Das finde ich gut. Oder, weißt du, so jeder muss den Inhalt sagen und dann muss der andere das ergänzen oder sowas. Fände ich, glaube ich, ganz witzig. Ich muss nämlich die Spontanität, muss ich ein bisschen mehr üben. Und ich finde, das ist ein super Spiel dafür. Ich schreibe das mal auf. So. Idee. Ich gebe dir schon mal eins zum Üben. Mind to protect. Mind oder my? Mein. Also mein wieder meins wie ich. Meins. Ja gut, jetzt weiß ich natürlich, dass es um Werwölfe geht, ne? Ja. Da ist aber eine Jungfrau in Nöten, ja. Ja.
und wird von einem Vampir oder so angegriffen. Und dann kommt halt der Alpha mit seinem, mit seiner Truppe mit Beta und Delta und Omegas, ja. Und alle umzingeln und Gammas, dann, vergiss die Gammas. Die Gammas richtig. Und umzingeln dann diese Jungfrau in Nöten, die bitterlich auf dem Boden weint, noch wie Aschenputtel gekleidet ist, kein Zuhause hat, obdachlos. Und sie wird dann mit in diese Horde aufgenommen und Alpha-Tierchen fickt sie dann richtig hart durch. Und dann ich schick dir mal kurz den Link zu der Geschichte, damit du das Cover dafür siehst, weil Wattpad hat ja immer ach ja, Covers. Stimmt. Das finde ich ganz cool. Ich finde Wattpad wirklich besser als Fanfiction.de. Okay, wo hast du es mir geschickt? Bei Discord. Ihr seht das jetzt. Vielleicht blende ich es euch ein in meinem, wenn ich nicht faul bin. Oh ich mein weiß Gott. Es, nicht. Es ist fast so. Sie ist nackt. Ich sag ja, wie Aschenputtel. Sie hat, also um das mal für die Leute ich glaube, die duschen gerade, oder? Ich weiß auch nicht, also sie ist, was hat die denn? Hat die denn mal ein Kleid an und es ist runtergerutscht oder so? Auf jeden Fall ist sie oberkörperfrei an ihn gelehnt, also man sieht sie mit dem Rücken und er hat seinen muskulösen Arm um sie geschlungen. Warum hat sie denn die Hand auf seinem Kopf? Und sie werden, also ich kann mir genau vorstellen, wie dieses Fotoshooting zustande gekommen ist. Okay, lass mal einfach beide nur untenrum was Schwarzes anhaben, nackt umarmen und dann stehe ich mit der Wasserflasche daneben und mach einmal wusch und dann ist da ein Wassereffekt. Wie findet ihr das? Und dann müssen wir so fair sein und dieses Bild bei YouTube einblenden oder lassen wir die, wir lassen das offen. Das ist fair gegenüber den Leuten, falls wir auf Spotify haben, es ist einfach nur fair, dass niemand dieses Bild sieht. Aber das, kannst du dir genau vorstellen, wie da jemand steht, so ein Praktikant und so eine Wasserflasche einfach, weil es ist doch nicht mal so schön verteilt, es ist wirklich einfach ja, nur so ein hässlicher nicht. Strahl. Ja. Wie als würde jemand einmal so Wasser. Es kommt übrigens noch eine Podcast-Idee. Wir machen einen Podcast, wo wir nur Cover von Wattpad-Fanfictions beschreiben. Ja, beschreiben! Ich muss jetzt noch eine positive Sache loswerden. Okay. Ich weiß den Namen nicht, aber ich habe tatsächlich eine gelesen, die ich einigermaßen gut finde. Eine Fanfiction, also überall. Es sind ja an sich keine mit den Fanfictions, weil die dann trotzdem gut sind, oder? Ja, unter anderem auch Klischees. Also erstmal ist es kein Alpha, sondern ein Gamma. Das heißt, er gehört schon zur oberen Riege des Packs, ist aber nicht der Chef des Packs. Er ist halt das ist schon mal nice. Genau. Also ja er ist der dritte in Command, so er versteht, es gibt ja den Beta und dann den Gamma halt. Ne, ist in jeder Fanfiction ein bisschen anders, in der ist es halt so. Mhm. Und sie ist, und es ist so, dass die Werwölfe erst merken, wer ihr Mate ist, wenn die 18 sind. Also die müssen 18 sein. Und sie ist halt so ein bisschen der Außenseiter in der ganzen Sache, weil sie einfach sehr gerne, also sie ist nicht so, sie wird nicht gemobbt auf die Art und Weise, sie ist einfach nur super gerne allein. Sie liest gerne, sie hat nicht so die Pack-Mentalität, die andere Leute in dem Pack haben. Was viele Leute merkwürdig finden, eben auch dieser Gamma, den das ein bisschen aufregt. Immer wenn er sie sieht, kriegt er halt so ein bisschen, ne, die nervt mich ein bisschen so. Und dann gehen die halt auf so einen Ausflug, auf so, ist an sich ein Schulausflug mit den Leuten, die demnächst 18 werden, um sich auch mit anderen Packs zu treffen. Falls du dein Mate in einem anderen Pack hast oder sowas. Und da werden auch so Spiele gespielt, so Kampfspiele und sowas. Und da merkt man auch, sie hat an sich eigentlich auch was drauf, so. Bei diesen Spielen, sie schafft bei Capture the Flag, spielen die so eine Art Capture the Flag, wo sie ganz gut ist. Und da ist ein anderer Alpha, was eine Frau ist tatsächlich, was ganz cool ist, die sagt, sie möchte sie für ihr Pack haben und schließt mit dem Alpha, mit dem anderen Alpha sogar eine Wette ab. Was der Gamma, der sie schon ganz nett findet, nicht so geil findet, weil die Wette schließt halt ein, wenn wir das nächste Spiel gewinnen, kriegen wir halt sie und ihre Mutter. Sie ist halt, es gibt nur halt die Mutter und die gehören dann zu unserem Pack. Warum spielen die denn um sowas? Ja, sie ist, das finde ich nämlich das Geile. Sie findet das hinterher raus und macht diesen Alpha. Sie hat dann, es ist zwar ihr Alpha und sie müsste Respekt vor ihm haben, aber sie macht ihn richtig zur Sau und sagt auch, wie enttäuscht sie darüber ist, dass er so mit dem Leben von ihr und ihrer Mutter gespielt hat. Sie gewinnen natürlich hinterher so, dass nichts passiert, aber, ne? Ja, ja, ja. Und dann passiert es halt auch, dass es sich herausstellt, dass halt der Gamma tatsächlich, als sie 18 wird, der Mate von ihr ist. Und die bilden aber nicht sofort eine Beziehung, weil die sich ja nie so richtig verstanden haben auf eine gewisse Art und Weise, wobei er sie interessant, aber er fand sie aber nervig, sondern es ist halt, sie kommen sich langsamer näher.
Natürlich gibt es hinterher einen riesen Showdown mit auch sie ist in Gefahr wegen irgendwas anderem, muss ich jetzt nicht alles noch genauer erklären. Aber es ist halt nicht so auf die Fresse, du bist jetzt, gehörst jetzt mir und sowas. Es ist gleichgestellt so, ne? Es gibt auch solche Szenen, wo er sagt, ja, du gehörst mir und sowas. Aber es gibt zum Beispiel auch so eine Szene, sie sagt, sie möchte eigentlich Medizin studieren, müsste dafür aber 8 Jahre von diesem Pack weg. Nach der Schule. Und dann gibt es auch eine Diskussion zwischen den beiden, weil sie möchte an sich ja auch nicht weg, weil sie fühlt sich bei ihm wohl und er möchte nicht, dass sie geht, aber er möchte trotzdem, dass sie glücklich ist und das macht, was sie machen möchte, beruflich. So, dass sie auch erst tatsächlich geht und das anfängt. Und dann ist sie in Gefahr. Nein, nein, überhaupt nicht. Sie studiert da erst und sowas und dann macht er auf eine Mission, ist dann 3 Monate auch weg und sie macht das alles, entscheidet sich aber selber hinterher, dass sie das nicht kann, weil sie gerne auch bei ihrer, es geht nicht nur um ihn, sondern auch um ihre Mutter und sowas, sie ist gerne bei ihrer Familie, bei der gewohnten Umgebung und schafft es aber, es ist ein kleines Happy End für sie, sie bekommt halt so einen privaten Pack-Doktor, der sie halt unterrichtet, sodass sie, ja, aber ich finde es trotzdem interessant, wie diese Diskussion zwischen den beiden entsteht, zwischen, ja, ich verstehe deine Gefühle und sowas, ich möchte eigentlich nicht, dass du gehst, ich möchte aber, dass du beruflich glücklich bist. Und sie weiß, dass er der Gamma von dem Pack ist und auch nicht gehen wird. Er wird also nicht mitkommen, weil er hat seine berufliche, also sie gehen aufeinander ein. Und das ist eine Fanfiction, ich fand die so gut und die war auch abgeschlossen. Ich muss überlegen, ob ich die übersetze. Muss ich mal gucken, ob ich die Autorin anschreibe oder es einfach übersetzt. Ja. Was? Das kenne ich nicht. Was? Das ist tatsächlich ein positives Beispiel. Es ist zwar teilweise auch super Klischee, aber es gibt dir mehr von, ich habe das Gefühl, die Figuren da sind, ja, mehr sind gleich. Genau, mehr emanzipiert, auch mehr so, weiß ich nicht. Ja, heutige Zeit, ne? Finde ich eigentlich ganz cool. Genau. Weil, es gibt am Ende halt auch so, auch da so zurückständig sein. Genau, es gibt am Ende auch einen Riesenkampf, noch vor, also es ist noch vor dieser Jobsache, das Jobsache geht schon zu Richtung Epilog, wo noch erklärt wird, was wo war. Da gibt es einen Riesenkampf und er sagt ihr erst, sie soll nicht gehen und sie sagt ihm dann, wenn du mich jetzt hier stehen lässt, folge ich dir sowieso. Er sagt aber nein und sie folgt ihm dann sowieso. Wo sie ihm hinterher auch sagt, ich hab's dir gesagt, ich kämpfe mit, ich lasse mich hier nicht stehen. So. Ja, ja. Bin ich das schüchterne kleine Mädchen? Ja. Ja. Aber wie gesagt, nur um das nochmal klarzustellen, es gibt auch positive Sachen. Ich finde halt nur dieses Extreme von wegen immer das dieses Misshandelnde die und ja, dieses, genau, die Rollenverteilung. Dieses Unterdrückende, das regt mich bei diesen Geschichten auf. Und darauf sollte man achten. Auch nicht nur bei den Alpha-Geschichten, sondern bei allgemeinen Fanfictions. Das ist oft so, wo ich mir dann immer denke, so... Vor allem bei Liebesgeschichten grundsätzlich. Ja, das ist so eine rote Flagge, die weht, wo du dir als Charakter, wenn du selbst dieser Charakter wärst, sagen würdest, diese Beziehung kann ich nicht weiterführen, weil die nicht gut für mich ist. Eben, also wenn du es wirklich mal auf dein eigenes Leben überträgst, vielleicht sind die meisten Leute nicht so weit. Also wie ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wenn ich vor 10 Jahren oder so mir jemand gesagt hätte, ja, ein Typ sagt zu dir, ich möchte gerne, dass du einen anderen Job machst, hätte ich gesagt, ja, okay, mache ich halt, ne? Und wenn ich jetzt in der Berufswelt bin und mir das ein Typ sagen würde, würde ich sagen, fick dich, ich liebe meinen Job, hau ab. Also so, ich glaube, du weißt es früher auch einfach nicht besser. Ja. Aber ich glaube, es gibt auch genügend Leute, die es besser wissen und es trotzdem nicht machen. Sie sind übrigens am Ende alle schwanger. Natürlich. Auch in meiner Aber in meinen Fanfictions, die ich gerne schreibe, deute ich es ja immer ganz gerne an, aber es ist nicht so. Nee, aber ich mache das auch ganz gerne. Habe ich früher als Kind auch immer gemacht. Ich weiß nicht, es ist ja irgendwie immer so, das ist ja ein Happy End einfach, oder? Ja, so für die Leute, die Familie mögen. Zumal es tatsächlich anscheinend auch ein, es wird als Spin-Off betitelt, nicht als zweiter Teil, wo es tatsächlich um die Tochter von den beiden geht. Ich habe es noch nicht gelesen, bin gespannt. Ob ich es mir nochmal angucke, weiß ich noch nicht, aber ja. Ich muss mal überlegen, ich muss überhaupt gucken, ob ich die wiederfinde, die Fanfiction. Oder Geschichte. Es ist ja an sich keine Fanfiction, weil jemand sich was Eigenes ausgedacht hat. Ja. Das ist ja auch nochmal die Sache. Die nehmen ja kein vorgefertigtes, klar, es gibt dieses vorgefertigte Alpha-Modell, aber im Endeffekt bilden die ja immer ihre eigene Welt. Wo ist denn der Ursprung gewesen, weißt du das? So mit Teen Wolf, ne? Ist das auch in die Richtung? Weißt du das? Ich liebe die Serie tatsächlich. Die ist mega witzig. Solltest du gucken, die ist richtig gut. Nur die deutsche Staffel Synchro ist ein bisschen. Es ist ein bisschen MTV-Synchro. Mhm. Da kommen wir zu. Deutsche Synchro nicht so ganz gelungen wie sonst immer. Da ist man Besseres gewohnt einfach.
Aber die Schauspieler sind mega witzig. Es gibt ein, zwei Charaktere, die sind sehr, sehr witzig. Und du hast halt auch sehr coole Frauencharaktere dabei in der Serie. Mhm. Ist ein bisschen wie Vampire Diaries, ne? Also du, kann man halt sehr gut gucken. Nur ist es halt wenig mit diesem, klar, du hast auch Beziehungen und sowas. Und aber es ist nichts mit Mate oder Soulmate oder sowas dabei, sondern einfach Beziehungen, die sich entwickeln mit der Zeit. Okay. Den alten Film habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Es geht jetzt erstmal um die Serie und da. Ich kenne gar nicht den Film. Ich kenne auch die Serie, wie gesagt, gar nicht. Ich habe die irgendwann mal zugeschickt. Ich glaube, die gibt es auf Prime oder Netflix. Ich sollte mal irgendwie die erste Staffel oder so vorstellen oder so und habe dafür eine DVD zugeschickt bekommen. Habe ich nie gemacht. Ich gucke American Horror Story. Ich gucke Teen Wolf. Nein. Ich glaube nicht, dass es meins ist. Ist das echt? Also Staffel 3B. Da muss ich ja erstmal noch so weit kommen. Ich habe jetzt erstmal Die sind nicht so lang. Ich glaube, die erste Staffel hat 12 Folgen oder so. Es gibt Staffel 3A und 3B. Und 3B, da zeigt ein Schauspieler richtig, was er kann. Und das ist so dermaßen gut. Da kriegte ich die Serie spätestens. Ich habe nicht alle dritten Staffel, das ist so gut. Ja, ich mag die davor auch noch ganz gerne. Aber ja, davor halt. Ich habe nicht alle Folgen am Ende geguckt, tatsächlich. Mir fehlen noch ein paar, weil ich dann irgendwann wieder rausgekommen bin und immer wieder von vorne anfange. Aber an sich ist die Serie ganz gut. Nur da gibt es halt einen Charakter, vor allem am Anfang, taucht er immer so auf, guckt böse Leute an und ist dann spurlos verschwunden. Alle Leute, die Teen Wolf kennen, wissen genau, wen ich meine. Der taucht dann mitten im Wald auf, sagt einen coolen... Nein, der ist einer der Hauptpersonen am Anfang. Zumindest, der ist irgendwann auch weg. Aber in den ersten Staffeln und so ist er einer der Hauptpersonen. Aber es geht übrigens auch bei Teen Wolf um Alpha und sowas. Deswegen weiß ich ja, das klang für mich halt so ein bisschen nach, ja. Ja, ja, also bei Teen Wolf gibt es auch Alphas. Es geht auch um Leute, die ein Pack leiten und eben Alpha und Betas und Gammas. Gammas sind aber in dem Fall Leute... Sind es Gammas oder Omegas? Ich glaube Omegas. Omegas sind Leute ohne Pack, die sind dann meistens sehr schnell tot. Nee, aber auf alle Fälle ist das ganz am Anfang eine Szene zum Beispiel, da stehen die im Wald, dann taucht der auf, sagt einen Spruch und dann drehen die sich um und plötzlich ist er weg. Also so wie, das ist Damon. Genau wie Vampire Diaries, Damon ist eigentlich ist der Kerl Damon. Er hat auch noch schwarze Haare und so voll blaue Augen. Damon Salvatore ist am Anfang ein Rabe. Also, wie dumm ist das? Ich guck mal eben, ob ich ein Foto finde. Wann ist er irgendwann nochmal ein Rabe? Oder wann ist generell irgendein Vampir nochmal ein Rabe? Warte, ich schick dir ein Foto von dem Typen. Bild in einem neuen Tab öffnen. Das ist immer super interessant, wenn die am Anfang irgendwie Pilotfolgen oder so machen oder sagen, so sollen Vampire sein oder bestimmte Charaktere sein. Ja, vor allem, das taucht nie wieder auf, das mit dem Raben. Ja, eben, meine ich ja. Das ist Derek. Das war wahrscheinlich die Pilotfolge. Ich weiß gar nicht, ich habe mir damals das Hörbuch von Vampire Diaries angehört. Es war komplett anders. Ich habe die Bücher teilweise gelesen bis Buch 5. Buch 5 ist extrem schwer durchzukriegen. Auf alle Fälle können die sich tatsächlich in Vögel verwandeln. Ja, ich glaube, deswegen haben die Pilotfolge auch so gemacht. Aber Elena ist in Wirklichkeit blond. Elena ist in Wirklichkeit eine mega Bitch. Elena ist in Wirklichkeit Caroline. Ja, genau. Und Nick und Klaus heißt Nikolaus. Ja. Und ist mega, sieht auch mega alt aus. Das möchte ich bitte bestätigen. Klaus ist mega alt. Gott sei Dank. Ich hab dir das Bild geschickt von dem Typen. Ja, sieht gut aus. Ist halt Damon. In Teen Wolf. Damon sieht halt besser aus. Ja, aber es ist Damon in Teen Wolf sozusagen. Das ist Damon für Arme. Es gibt auch einen Klaus tatsächlich in der Serie. Es kommt irgendwann in Staffel 3a, kommt so ein, der Alpha of the Alphas. Weißt du, der ist halt Alpha von. Nein. Er ist Alpha von einem Pack, das nur aus Alphas besteht. Das heißt, er ist der Überalpha. Wow. Und er hat einfach. Er ist Brite. Er hat einfach auch einen britischen Akzent, wo du einfach nur an Klaus denken musst, wenn du den siehst. Ich sehe nur so. Gut, ich habe das nicht auf Englisch geguckt. Ja. Also, er erinnert dich sehr. Also, vom Verhalten am Anfang denkst du dir so, ja. Aber, wie gesagt, mega, mega witzig. Aber wir schweifen gerade mega ab. Ja. Wir könnten mal eine Folge über Vampire Diaries. Ja, das stimmt. Ich trinke auch die ganze Zeit meinen Wein. Ich habe jetzt mittlerweile so richtig blaue Lippen, habe ich das Gefühl. Vor allem,
Vor allem, ich finde, wahrscheinlich könnten wir bei Vampire Diaries auch mal eine Folge machen, tatsächlich. Nur so über Serien reden, so, und was Podcast da passiert ist. Ich habe generell noch so ein, zwei Sachen. Ich habe nämlich zum Beispiel auf Netflix letztens wieder ein paar Sachen gesehen, wo ich ganz gerne auch immer drüber sprechen würde. Was jetzt, weiß ich nicht, was jetzt relativ aktuell ist, vielleicht ganz cool wäre, wenn man das machen würde, aber muss ja nicht unbedingt. Aber da, ich glaube, wir gehen sehr viel in diese Seriengeschichte, glaube ich, noch rein. Auch in diese, ja, was heißt Nerd-Themen, aber sehr in diese digitale Welt, ne? Mhm. Ich glaube, weil wir auch generell eher die Couch-Potatoes sind, die zu Hause rumsitzen und die bei den Fernseher laufen lassen haben, anstatt... Was? Abends, was? Nach der Arbeit? Oder Kerzen machen. Das ist auch ein richtig tolles Hobby für mich. Übrigens, eine Idee, ich kann das erzählen, weil ich weiß nicht, passiert. Ich soll ja einen Adventskalender für Melina befüllen. Mhm. Und ich warte Idee war noch. So nach dem Motto, also... Auf der einen Seite dachte ich mir so, ich kann dir halt keine Kerze schenken. Lol. Nein, bitte nicht! Aber auf der anderen Seite, es gibt halt so Sachen, so kleine zusammengestellte Sachen, wo du sagst, okay, da ist ein Teebeutel drin für einen schönen Tee und dann so ein Teelicht, wo es einfach um den Gedanken zählt, sich mal ein Teelicht und einen Tee zu machen, so nach dem, ne? Wo ich mir aber in dem Moment dachte so, nein, ich kann dir nach dem, was du jetzt durchgemacht hast, auch kein Teelicht mehr. Das ist so nett. Ich finde das auch so genial. Alle Leute, die ich um mich herum habe, ne? Wenn ich so sage, du, ich habe hier noch eine Kerze übrig. Melina, wir haben genügend Kerzen. Wir wollen keine Kerzen mehr. Alle, die ich kenne, selbst du. Du hast auch gesagt, so, du, ich habe jetzt erstmal genügend. Meine ganzen Kolleginnen so, nee. Meine Familie so, Alter, wir mochten noch nie Kerzen. Und ich so immer nur so, ich hab die aber jetzt übrig, was soll ich denn damit? Ich brauche nur noch eine Hufflepuff und eine Ravenclaw-Kerze, theoretisch. Hast du die gar nicht? Nein, für die wollte ich kaufen. Ach so. Zum Verschenken. Ich sehe gerade zu meinem Kerzenarsenal rüber. Ich wollte eigentlich Sirius Black Kerzen machen. Schön schwarz. Draus geworden ist grau. Gut. Okay. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Muss ich wohl nochmal neu machen. Muss ich jetzt auch ran? Und denk dran, die Moral von der Geschichte. Traue Alphas, die sagen, du bist mein nicht. Ich bin keine Jungfrau. Also, ich habe nochmal Glück gehabt. Das ist wie in so einem Horrorfilm, Alter. Wenn du das deine Jungfrau überlebst. Ich bin nicht schwarz. Schneiden wir das raus? Hä, wieso? In Horrorfilmen sterben als allererstes immer die Schwarzen. Ja, ist die Frage, war der Witz jetzt von dir böse und rassistisch oder ist das von den Horrorfilmen böse und rassistisch? Ist auch ein Thema, wo man sich drüber unterhalten kann. Ob ich rassistisch bin oder Horrorfilme, wirklich? Allgemein über Horrorfilme könnte auch man... Oder Rassismus. Oder Rassismus. Ich glaube nicht, dass wir über Rassismus reden sollten. Da begeben wir uns eine Ecke, in die wir nicht rein wollen. Nein. Das sind Themen. Die lassen wir. Aber in Horrorfilmen überleben die Leute, die Jungfrau sind. Das heißt, schafft euch keinen Alpha an, weil dann überlebt ihr keinen Horrorfilm mehr. Sind dann die Täter, die sind das dann Alphas? Verschwörungstheorie. Denk mal drüber nach. Krass. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.